Ein Mahlraum, ein Ort also zum gemeinsamen Mahl halten, das sei diese Kirche im besten Wortsinn, so Pfarrer Rainer Maria Schießler. Und deshalb würde es auch sehr gut passen, dass heute ein Koch hier ist. Alfons Schubeck zu Gast in Heiliggeist. Bei der Aktion Mensch München, Münchner Künstler für Flüchtlinge, erzählte er an diesem Abend, was ihn antreibt in seinem Leben, was ihn erfüllt und vor allem, warum er sich für Flüchtlinge engagiert. Ja gut, wenn man selber in der, Situation wäre, selber, wäre man froh, wenn man jemanden finden würde, der einem hilft. Oder der einem guten Rat gibt oder in dieses Leben, in dieses neue Leben mithilft einzutreten. Und nicht nur, wenn wir Blätter herin und die große Klappe haben daheim und nichts da. Das sind aber die Allerbesten. Drei Musiker des Bayerischen Staatsorchesters haben den Abend musikalisch begleitet. Eine offene Kirche, jeden Abend in der Münchner Innenstadt zum adventlichen Innehalten, zwischen Christkindlmarkt und Kaufhäusern. Bis zum Heiligen Abend geht diese Aktion. Eine Einladung, die die Menschen offensichtlich gerne annehmen.